Ich hab manchmal, oder ich denk manchmal, ja, vielleicht war das zu schnell, selbst für einen Seebarsch. Für einen Speerfisch. Aber als ich vorhin einen Speerfisch gefangen hat, ist genau das passiert, was zu erwarten war. Ah, scheiße. Pech gehabt. Genau das passiert, was zu erwarten war. Und deswegen, es würde mich wundern, wenn ich irgendwann mal echt wirklich zu schnell war. Es würde einfach nicht passen. Neuer Versuch. Aufs Neue mal enttäuscht werden. Wow. Langsames Zickzack. Den ersten haben wir schon mal. Ah, ich habe einen kleinen erwischt, ja toll. Anker? Nee, es ist viel zu durchschaubar alles. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass ich hier schon irgendwas übersehen habe. Würde einfach keinen Sinn machen. Stahl, genau. Oh, okay. Dann kann man sogar dreimal enttäuscht werden jetzt. Das ist ja schön. Und wer ist es? Keiner. Keiner, ernsthaft? Das sind drei große Fische. Das ist doch Müll. Ey, Mann. Du willst aber was, ne? Komm her, Schnucki. Du bist der Erste auf meiner Speisekarte. Du hast die Wackness auch exzessiv eingeatmet. Vergiss es schnell und geradlinig schon vergessen. Kannst du schon vergessen? Das ist so viel Bullshit. Kack, Fische. Ich krieg immer mehr Lust auf Fischfilet gerade, ey. Um meinen Hass abzubauen. Also mein Muster stimmt ja. Für Fische, die genau sowas wollen, ist es perfekt. Und der Speerfisch will genau sowas. Nur muss auch einmal einer im Wasser sein, sonst kann ich ja auch nichts machen. Ich freue mich wirklich drauf, vielfach enttäuscht zu werden. So, zack. Keiner. Ich glaube, es sind wirklich alle geflüchtet. Ich hatte kurz mal die Hoffnung, dass der eine, aber nee. Mal schauen, langsam. Zickzack. Ich werde sie alle auf einmal einfangen können damit. Das ist ein Anker. Nee, komm. Es ist sowieso nichts. Bin ich auf Zickzack angesprungen. Auf schnell und gerade nicht angesprungen. Dann kann ich auch nichts machen. Immerhin kann man damit Zeit sparen. Nicht mehr jeden Fisch einzufangen. Und oh, der könnte es ja sein. Er ist es sowieso nicht. Spoiler. Wer nicht das macht, was er soll, dann scheiß drauf. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Muss ich eventuell mal auf Mittag hoffen. Okay. Ich glaube, es ist eine Fluchtbewegung. Ich bin mir nicht sicher, was er will. Nee. Ist er nicht. Boah, es gibt echt Spannenderes, aber es muss einfach leider mal sein. So, Tages hier, ne? Einmal kann ich noch, bevor ich
den Mittag hoffe. Wow. Komm. Sei mein Goldscheiß oder sei es nicht, aber sei es. Wenn der Fisch... Also sagen wir mal so, ne? Wenn ich schnell Bewegung mache, dann... Der Fisch reagiert gar nicht. Also er flieht nicht, kommt auch nicht zu mir. Sag ich, okay, dann habe ich noch Hoffnung. Wenn er sofort flieht, dann kann es nicht richtig sein. Und das ist das Nervige. Pisst euch. Ne, Quatsch. Mittag ist ja auch noch Fischzeit. Das kann ja immer noch funktionieren. Also wenn... Sagen wir so, ich mach noch 5 Versuche. Wenn er nicht da ist, dann reicht es für einen Moment mal. Ich will es echt nicht überstrapazieren. So enttäuschend! Mann! Ach komm, dann fickt euch doch alle. 4. 4 Versuche noch bis zum Erfolg. Ey, warum gibt es so viele Anker hier? Was ist denn mit den ganzen Schiffen passiert? Sind die alle untergegangen oder was? Und haben den Anker rumschwimmen lassen. Weil Anker, wissen wir, sinken nicht auf den Meeresboden, sondern sie schweben. Im Wasser. Ist das eine Fluchtbewegung? Ja, doch schon. Es sollte ein Anker sein. Kreisbewegungen lassen eigentlich auf Anker schließen. Ja. Ha, wusste ich doch. Blödes Scheißteil. 3 noch. Der Fisch-Countdown. So kann man das vielleicht betiteln. Oder der Angel-Countdown oder so. Denken alle, oh, Angel-Countdown, ist er bald fertig? Ja, von wegen. Ich werde gefickt vom Meer. Und ich habe Hunger. Ich will was essen. Bitte, lasst mich was essen. Und mich in Frieden weitermachen. Speerfische angeln. Das ist eine Fluchtbewegung. Ja, okay. Aber vom Anomalokrit sagen, oh, der ist ja selten. Der gilt ja als ausgestorben. Ich glaube, Speerfische sind ausgestorben. Scheiße, ja. 2 noch. Wanted Speerfisch, ey. Wirklich. Noch einer. Wird ja wieder nix. Wenn mal 10 große Fische... Danke, dann ist vielleicht mal einer, aber wahrscheinlich sowieso nicht. Fluchtbewegung, wieder sehe ich das sofort. So durchschaubar, mein Freund. Der Seebarsch ist so durchschaubar. Und so einfach zu fangen. Letzter Versuch. Oder vielleicht mache ich auch einfach nur diesen Mittag durch und danach ist es mir scheißegal. Bin auch schon wieder 1,5 Stunden dabei. Natürlich, ein einziger. Wie hoch ist wohl die Chance? Statistisch gesehen 1 zu 3. In echt 1 zu 500 Millionen. Wow, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer Ernst, oder? Ja! So muss es gehen. Schnell, direkt, zack und gefickt. Oh ja! Komm, einer noch. Grande Finale. Ich bin so nah dran. Aber das bestätigt meine Theorie. Theorie ist vielleicht falsch gesagt. Das bestätigt mein Gefühl. Dafür, was Fische als eine schnelle, geradlinige Bewegung interpretieren. Das heißt, immer wenn die Fische geflüchtet sind, war es genau richtig. Also es waren nie Speerfische. Das kann nicht sein. Letzter Versuch. Ah, nicht letzter Versuch, sondern letzter Fischversuch. Das ist schnell, das ist eine Fluchtbewegung. Halte ich mich auch gar nicht lang mit auf. Entweder er trifft oder er trifft nicht, ganz einfach. So nah dran. Ich könnte es wirklich vor Mittag schaffen. Aber vor der Mittagspause. Bitte.
zu angespannt, um irgendwas zu sagen. Ah, ich dachte schon kurz, aber nee, der flieht eindeutig. Fluchtbewegung. Hätte ich schneller sehen müssen, das habe ich mir ein bisschen zu viel Zeit gebraucht. Okay, ich glaube, zwei Angler-Sessions kriege ich noch unter. So eine und dann noch ganz knapp eine andere, aber das sollte noch gehen. Komm, wir haben Hoffnung, wir haben Träume. Es sind keine Großfische, fuck. Nächster Versuch. Ja, einer geht noch. Angeln, bitte. Komm schon. Pech gehabt. Wir haben es probiert. Sollte nicht sein. Aber dadurch, dass ich den vierten jetzt habe, will ich eigentlich schon weitermachen. Ich bin noch so nah dran. Ich kann jetzt nicht aufhören. Das ist, als würde man einen Meter vom Lerntor stehen und dann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Weißt du, das kannst du nicht machen. Ich muss nur noch einnetzen. Um weiter im Fußballjargon zu sprechen. Würdest du bitte aufhören, die blöde Kamera zu bedienen? Danke. Das fände ich gut. Nein, 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 ja. So, Doppel. Was ein herrlicher Samstag, um mit dem Speer eines Speerfisches zu rasieren. Das war mein Bart. Oder den meiner Witze, ich weiß es nicht. So nah dran, so nah dran, so nah dran. An alle, die gehofft haben, oh, endlich vorbei. Nein, 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 nein. Noni gibt nicht so schnell auf. Es sei denn, es kommen keine großen Fische, dann kann ich auch nichts machen. Da-da. Da-da. Das wird mein neuer Klingelton. Da-da. Ich bin der Master auf Geräusche. Einer. Es wäre zu einfach. Die Vorstellung ist schön, aber es wäre zu einfach. Ich glaube, das war eine Fluchtbewegung. Es wäre wirklich, ich hab's gesagt, es wäre zu einfach gewesen. Das hat einmal geklappt. Ich schaue es mal 1 zu 1000, aber nicht nochmal. Trotzdem glaube ich, dass ich. Oder sagen wir so, wenn ich ihn heute nicht fange, und mit heute meine ich den Ingame-Tag, dann möchte ich. Hallo? Auch gar nicht weiter versuchen. Zack. Sieht nach Fluchtbewegung aus. Er flieht nicht wirklich. Doch, jetzt ist er geflogen. Okay. Wenn ich ihn am heutigen Ingame-Tag nicht fange, den fünften, dann. Ja, also zu viel Misserfolg ist auch nicht gut. Dann probiere ich es nächstes Mal wieder, aber. Das möchte ich schon noch versuchen. So, einen am Tag scheint eine gute Quote zu sein. Der reagiert gar nicht, das ist interessant. Jetzt flieht er. Die schauen manchmal in Richtungen, wo die ich nicht interpretieren kann. Das nervt. Nee, komm, please. Der ist es nicht. Der weiß nicht. Neuer Versuch. Ich kann eigentlich mal gucken. Ist nix, ne? Nee, ist nix. Okay. Mir irgendwas fehlt in meiner Liste, kann ich direkt mal schauen. Altkarpfen, Wels, Schwarzbarsch, Wasserling, Eiofisch. Stachelmakrele, Seebrachse, Seebarsch, Sardinenpinsel. Okay. Alles klar. Das heißt, das kann ich eigentlich wieder zumachen, die Spieletipps hier. Sie haben mir geholfen, dankeschön. Aber ich glaube dann, das sind alle Meerfische. Und auch generell, ich habe von jedem Fisch schon mal einen gefangen.
Denn zumindest so wie sie es gelesen hat, ist die Bedingung für die blinkende Angelrute, dass ich von jedem Fisch schon mal mindestens einen gefangen habe. Das heißt, ich vertraue darauf, dass meine Liste zumindest im Grunde komplett ist. 3 Fluchtbewegungen, das gibt's auch nicht. Nee. Ich vertraue immer noch meiner Technik. Sie hat sich schon mal bewiesen und das wird sie wieder tun. Sie hat sich eigentlich schon 2-mal bewiesen, wenn man ehrlich ist. Weil ich ja schon 2 Speerfische gefangen habe. Nächster Versuch. Man kann ja inzwischen Wetten drauf abschließen, wenn man will, ne? Ob ich mal gefickt wird oder nicht. Das sieht schlecht aus. RIP. Ich habe das Gefühl, die Rate für einen Speerfisch ist 1 zu 25 oder so. Wäre nicht ungewöhnlich. Es würde so zu meinen Speerfischerfahrungen passen. Finde ich. So, eine Angelsession, einen Tagesabschnitt habe ich noch Zeit. Ja, muss auch mal Pech haben, kein Problem. Ein Tagesabschnitt habe ich noch Zeit. Und dann können wir ganz tutti frutti und ganz locker uns noch einen Speerfisch holen. Und wenn nicht, dann habe ich nicht. Es müsste ein Duplikationsglitch geben mit diesem Spiel, das wäre das Beste. Kann ich meinen Speerfisch einfach verdoppeln und dann sind wir fertig. Will er oder nicht? Ich glaube, er will nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie nicht direkt darauf anspringen, dann sind sie es nicht. Nee. Also noch einmal den Deich abgehen. Denn das könnte ja vielleicht noch irgendwas werden. Zack. Mal wieder nur einer. Wow, das war die schnellste Fluchtbewegung aller Zeiten. Wahnsinn. Er spart mir natürlich auch Zeit. Reicht aber auch ein Stück von meinem Herz raus. Um es gar nicht übertrieben zu formulieren. Ich meine, es ist nur ein Fisch, also bitte. Ja! Das Meer ist leer. Es tut mir leid, dieser Reim war grauenhaft. Aber es stimmt. Es ist vollbracht. Das Meer. Wow. Ich hab's tatsächlich heute noch geschafft. Wow. Ich war mir nicht sicher, ob ich damit noch rechnen sollte. Sah aber gut aus. Ich glaube, er ist mittags nie da. Deswegen werden wir jetzt kurz im Strandhäuschen ein bisschen chillen müssen. Sehr schlimm, ich weiß. Oh, er ist da, okay. Mal schauen, ob er was sagt. Oh, du hast alle Fische aus dem Meer oder irgendwie sowas. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich alle Fische aus dem Meer. Und wenn nicht, dann trete ich in Streik, das kannst du aber wissen. Ja, also da an dieser Stelle vielen Dank an Spieletipps, beziehungsweise den, der es reingestellt hat, dass Speerfische schnell und geradlinig wollen. Es war genau das, was ich brauchte. Und genau das, was mir... man muss ehrlich sein, es hat mir verdammt viel Zeit erspart. Die ganzen großen Fische, die es nicht waren, abzuklappern. Und oh, ist es der vielleicht? Der? Warum beißt der nicht an? Ich hätte wahrscheinlich eine Stunde länger gesessen, wenn ich das nicht gewusst hätte mit den... welche Bewegungen Speerfisch anziehen sind. In diesem Fisch war was? $100.000! Nein, natürlich nicht. Nummer 4. Ich bin echt gespannt, ob er was sagt. Es würde mich nicht wundern, wenn er nichts sagt. Es würde Sinn machen. Nein, es wäre nicht komisch, sagen wir so. Mit Sinn hätte das nichts zu tun. Ich finde schön, dass der Fisch 750 Simoleons bringt. Ja, da weißt du, was hier was wert ist. Da merkst du, wo du dran bist. Sag es, bitte, sag es. Nein, oh.
Das war enttäuschend. Okay, aber vielleicht... Vielleicht will er nicht. Gut, weiß ich. Okay. Schon trotzdem mal in die Fischliste. Denn ich sollte alles voll haben, im Meer zumindest. Stachelmakrele, Seebarachse, Seebarsch, Sardine, pazifische Makrele, Barracuda, Speerfisch und das und Anomalokrit. Das sollten alle sein. Größte Größe, ordentlich. Schneller Fisch. Vom Boot aus zu fangen, das macht Sinn. Nicht abends aktiv. Aggressiver Fisch. Es ist extrem schwierig. Ich hatte keine Probleme, den Speerfisch einzuholen, wirklich. Okay, und das fünfte ist irgendwie so bla, das ist dann nicht mehr echt, nicht mehr wirklich relevant. Aber ganz nett. Soll ich es jetzt angehen? Ja, ich könnte so ein bisschen Flusssee angeln. Hab ja da noch genug zu tun. Ich glaube, ich mach das mal. Nicht alles heute, dazu fehlt mir zu viel und dazu will ich auch nicht zu sehr ausrasten, aber es geht schon mal. So, hier sollte die flexible Angelroute, einfach weil Flusswasserströmung hat und es, die Angel sich bewegen sollte. Es macht vielleicht Sinn. Da. So eine Fluchtbewegung, okay. Aber ich sollte mich darauf nicht konzentrieren. Fluchtbewegung war gestern im Meer. Also eigentlich heute, aber du weißt schon, wie ich es meine. Wow. Ich hasse dich auch, Spiel. Grins. Na komm, Schnucki, Schnucki. Will er was Schnelles? Will er Zickzack? Was will er? Wie kann ihm das so schnell gewesen sein? Das macht keinen Sinn. Na komm schon. Wenn du es am Ende nicht wert bist, bin ich sauer. Na komm. Lass schnell? Nee, aber... Oh doch! Scheinbar wollte er es schnell haben. Schnell und geradlinig. Ist das ein Speerfisch? Okay, okay. I'm done. Ich hab keinen Bock mehr. Ganze zwei Flusskrebse, das tut wirklich weh. Das ist ein richtiger Schlag in die Seele, wirklich. Bam, rein. Da kannst du nichts anderes sagen. Na gut. Fünf Fische für den Fluss. Das ist doch mal schön. Wir sind mal so. Relativ schnell, wer will. Schnell und geradlinig. Oh, da wollen drei direkt. Ist ein Hecht. Ein Hecht, okay. Da fehlt noch ein Hecht. Ja, vielleicht war dann ein seltener Fisch dabei, aber ich will es nicht überstrapazieren, deswegen. Ich nehme den Hecht mal mit. Und wir schauen weiter. Schon. Oh, immer noch vier. Vielleicht sind es die vier von gerade. Ich kann es immer noch nicht einschätzen, ob da irgendwie Fische konserviert werden oder nicht. Mal schauen. Das könnte wieder ein Hecht sein. Ja, doch, Hecht relativ aggressiv, leicht zu durchschauen. Wenn man es mal weiß, natürlich. Vorher irgendwie schwer. Okay, also ich sollte meine schnellen Bewegungen eventuell unterlassen jetzt. Und mit ein bisschen mehr Gefühl an die Sache rangehen. Am besten wäre natürlich, wenn hier irgendwas Großes auftaucht, ein großer Schatten, dann weiß ich sofort, wo ich dran bin. Mal schauen, schnell. Okay, wir haben schon mal zwei Hechte hier. Ich kann es mal testen, aber ich glaube, ich liege richtig. Ja, Volltreffer, okay. So, ich habe langsam gemacht. Die zwei haben wieder Interesse verloren. Jetzt können wir es mit denen probieren. Hallo. So, ganz ruhig. Ganz ruhig. Er flieht immer noch. Was will er? Was will er? Was will er? Was Schnelles will er auf keinen Fall. Schöner Angelteleport. Sehr nice. Okay. Oh, ich
Kreis, wenn ich kann es mit Achtern probieren oder mit Zickzack, aber... Der Fisch ist mir ein Mysterium bisher. Zickzack. Ja, was soll ich mehr machen? Als Zickzack oder Achter oder gerade, aber langsam? Ich kann ganz leicht vor ihm her schwimmen. Es kommen auch manchmal keine Noten aus der Angel. Wie jetzt zum Beispiel, verstehe ich nicht. Hallo? Schnucki? Ich glaube, er will mich lumpen. Hm. Ich meine, wenn ich, na, ich... Irgendwann muss ich den Fisch ja sowieso fangen. Also wenn er wirklich so schwer zu fangen ist, muss ich das ja irgendwann mal rausfinden. Also vielleicht langsame Kreisbewegung. Ich habe das Gefühl, der spinnt auf gar nichts an. Das ist mir ein Rätsel. Oh, jetzt aber. Jetzt habe ich ihn. Sei kein Flusskrebs, bitte verarsch mich nicht. Wie? Wie kann das ein Karpfen sein? Das macht keinen Sinn. Okay. Ich habe 3 von 10 Fischarten voll. Und erwische genau den. Wirklich genau den. Den ich schon hatte. Und zwar 2-mal. Toll. Das erfüllt mein Herz mit Schwachsinn. Schnucki, 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 Schnucki. Ja. Ich hatte mal wieder so einen Anfall, es hat sich wieder gelegt. Alles wieder gut. So. Flexibel Angelroute, hoffentlich seid ihr angegurtet. Und könnt den extremen Spaß schon gar nicht mehr abwarten. Das war schnell. Könnte ich nicht einschätzen, keine Ahnung, was es ist. Das war eine relativ eindeutige, aber auch traurige Antwort. Doppelt gefegt, Wahnsinn! So, der dritte bestimmt auch. Nochmal richtig. Ja. Naja, Karpfen. Aber macht's doch nicht besser. Ich hätte wirklich gedacht, es ist deutlich einfacher im Fluss was zu fangen. Weil mir einfach noch so viel fehlt, ne? Aber nein. Kann ich mir sonst wohin stecken? Ich verstehe das schon. Ich kann solche Signale auch interpretieren. Und nachdem ich dich mehrmäßig gefickt habe, wenn du keinen Bock mehr hast, verstehe ich auch. Ja. Wenn man sich am nächsten Tag nicht mehr hinsetzen kann, wäre auch scheiße. Wenn man so rasiert wurde. Ich kann nicht dauernd sagen gefickt, aber eigentlich sollte ich es tun. Ich habe das Gefühl, das Problem im Fluss ist, es gibt viel zu viele Karpfen. So, das ist jetzt ein Hecht. Das andere beide waren Karpfen, das ist ein Hecht. Wenn ich richtig liege, kaufe ich mir was Schönes. Oh, das ist ja überraschend. Ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Die Fische haben mich tatsächlich voll gefickt im Battle. Vielleicht sollte ich sie im See probieren. Vielleicht habe ich ja da mehr Glück. Wahrscheinlich aber nicht. Ich bin auch noch nicht so verzweifelt, dass ich nachschauen möchte, welche Fischmuster. Ich habe das falsche genommen. Ich habe die falsche Angel genommen. Fuck. Ich glaube, ich habe den falschen Zeitpunkt gespeichert. Hi. Okay. Du bist schon mal genau das, was ich nicht will. Richtig. Dann warte ich ihm kurz, meine Güte. Hätte ich keine Zeit dafür. So willst du? Es wollen sogar 2 direkt. Langsame Achterbewegung, das zieht Flusskrebs an. Wenn da auch ein Flusskrebs ist, dann gehe ich übrigens. Dann reicht's mir wirklich. Oh ja, oh, es wird abgerissen. Schön. Macht doch Sinn bei dieser Pissangel hier. Ja, komm. Versuch. Das war der abreißt. Okay, merke ich mir. Das Ding ist leider, dass Abreißen nicht irgendwie proportional zu Nützlichkeit des Fanges steht. Deswegen.
Würde ich da gar nicht so viel reininterpretieren. Ja, ist ein Hecht. Ah, vielleicht ist die Tageszeit ja auch falsch. Vielleicht sollte ich morgens was fangen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also letzter Versuch. Wenn ich hier nichts von meiner Liste finde, dann reicht's für heute. Weil komplett verarschen lassen muss ich mich hier nicht. Wenn sie nur... Ich habe schon wieder die falsche Angelroute genommen. Fuck. Das kann ich aber gerade biegen. Das Einzige, was hier noch fehlt in My Sims, sind Wettereffekte. Ich würde bei Regen so viel lieber angeln. So, diesmal nehmen wir auch die richtige Angel. Und los geht's. Drei Konsorten. So. Ich glaube, es waren drei Fluchtbewegungen tatsächlich. Also, es wird kein Hecht sein hier. Können wir langsam mal Achter machen. Das sieht nach zwei Flusskrebsen aus. Oder Steckern. Auf jeden Fall Müll. Yes, habe ich es gesagt. Oh, ich habe es gesagt. Stimmt. Wo ist mein Preis? Weil ich es gesagt habe. Das könnte aber was anderes sein. Der Fisch hier. Jetzt vielleicht? Will er? Er will, okay. Pff, ich hasse mein Leben. Okay, scheiß drauf. Das Spiel signalisiert so klar, dass heute nichts geht, dass ich da nichts gegen tun werde. Flusssee können wir das nächste Mal oder vielleicht auch gar nicht machen. Wenn ich nicht gelassen werde, dann soll es mir auch scheißegal sein. Ja, ich mache das aber nächstes Mal. Also, für heute sage ich okay, schön gemacht, nettes Spiel. Ficken. Ab morgen können wir dann ordentlich weitermachen. Sollte wieder für vier Folgen reichen oder irgendwie sowas. Sollte wieder für ein bisschen reichen, sagen wir so. Können wir Kuchen kaufen, einfach so. Und dann wegschmeißen. In unserer Überflussgesellschaft. Ja. Zum Ende gibt es natürlich keine Neuigkeiten mehr, weil dann alle glücklich sind, alle sind Freunde, 5 Sterne und dann gibt es auch nichts mehr zu tun hier. Vielleicht bei ihr noch. Was? Ich bin schon beste Freunde mit ihm. Der Typ auf dem Flugplatz, ihm geht super und ich darf hier wieder dafür gerade stehen. Dass Helene nicht weiß, was sie will. Super toll. Ganz klasse. Ich fühle mich nur ein bisschen verarscht. Ja, komm. Dann. Ich weiß nicht ganz genau, warum ich nicht schlafen gelegt habe. Es wird einen Grund haben. Und dann, können wir nächstes Mal weitermachen. Es gibt noch ein bisschen was zu angeln. Also bis in einem Monat dann. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich hab Ferien, ich habe echt viel Zeit und es würde mich wundern, wenn es länger als 3 Wochen dauert, bis die nächste Folge draußen ist. Freunde, danke fürs dabei sein. Tipp und Uni wünschen einen schönen Abend und hoffentlich bis morgen bei MySims oder bis nächste Woche. Ich sollte nicht bis morgen sagen, weil es stimmt hier sowieso nicht.